In diesem Jahr feiern wir 200 Jahre Gastfreundschaft in der Zentralschweiz. An verschiedenen Orten in der Zentralschweiz sind momentan sogenannte Friendly Hosts im Einsatz. So auch auf dem Stoss. Sie stehen bei Fragen gerne zur Verfügung und geben den Leuten auch Tipps rund um die Region. Zu ihnen gehört auch Elisabeth Betschart. Sie hilft den Touristen und Besuchern auf dem Stoss gerne weiter. Es ist sehr dankbar und die Leute haben Freude, dass wir ihnen Auskunft geben können über die Möglichkeiten, haben, die sie hier oben haben. Und gerade Familien mit Kindern sind froh um Tipps, die sie auch mit Kinderwegen machen können. Zum Beispiel das Moorerlebnisweg oder Kletter- und das Wasserspiele. Und wo sie auch grillieren dürfen. Auch der ehemalige Lehrer Winfried Brügger ist immer glücklich, wenn er den Gästen auf dem Stoss helfen kann. Es ist freudvoll, auf Gäste, vor allem auf Kinder, zuzugehen, dass sie die, die sofort den Kontakt bringen, sei es mit einem kleinen Präsent auf sie zugehen oder mit den Eltern schon wegen dem Gespräch. Seit 3 Monaten sind jetzt Friendly Hosts schon auf dem Stoss im Einsatz. Die Stossbahnen ziehen das erstes Fazit. Bei den Gästen kommt das sehr gut an. Sie schätzen es, wenn sie hier oben herzlich empfangen werden und natürlich mit Geheimtipps belohnt werden von unseren Friendly Hosts. Durch die vielen positiven Rückmeldungen möchte die Stossbahn auch im nächsten Jahr das Projekt mit den Friendly Hosts weiterziehen, damit Gäste auf dem Stoss auch in Zukunft gezielt betreut werden können.